und Servus wieder mal zu einer neuen Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Wir befinden uns noch vor dem Haus von Sorab und ich habe ihn mal umgenutzt, also umgekickt. Und hier ist er wieder, mal gucken. Ist ja schon gut, aha, du hast gewonnen. Was willst du? Geh mir aus den Augen, dreckiger Dieb. Finger weg da. Okay. Na, Diebstahl warte, bei Sorab. Dreckiger Dieb. Okay. Bleibt jetzt noch eingeklemmt an einem Tisch. Dann gucken wir mal, was das jetzt ist. Diebstahl bei Sorab. Sorab hat meinen Diebstahl bemerkt. Ich hätte mir eigentlich denken können, dass er mich verdächtigt. Da ich der Einzige gewesen bin, der in seinem Haus war. Ja, ich werde am besten alle Waren, die ich bei ihm geklaut habe, verkaufen, damit kein Verdacht mehr auf mich fällt. Oder... ich habe ja, glaube ich, noch ganz viele Schaparuchrollen. Schaparuch, ja, Spruchrollen. Worunter ja auch ein Vergessensspruch. Oh, 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 oh. Der versucht mich jetzt. Shit, jetzt hat er sich außerdings aus der Klemme geholfen. Oh, wo hat er jetzt plötzlich seine. Ah, nee. Doch, der hat eine Waffe. Sieht aus wie ein Hammer. So, gucken, wer ins Feuer beißt. So beißt ins Feuer. Nicht zu holen. Nichts zu wollen. Gut. Ja, dann kann ich mal gucken, wo hier der Vergessensspruch ist. Wie sah denn der nochmal? Ahaus, das war doch so ein Doppelbogen. Hier, da ist er. Mhm, okay, machen wir mal eben. Und, wie viel Energy habe ich dafür noch? Ach, das wird noch reichen. So. Darüber reden wir noch. So. Du hast es so gewollt. Na warte, okay, du dreckiger Dieb. Okay. Darf ich nochmal umnatzen? Gut, okay. Ich wollte nur herausfinden, ob da irgendwie was Neues passiert oder ob er wirklich vergisst. Ich weiß es nicht. Kann man ja mal ausprobieren. Mein Gott, er ist ja ganz schön wendig hier. Was der hier mit dem Dings alles macht. Da ist doch der Hammer. Ein Kriegshammer sogar. Okay, jetzt haben wir den Kriegshammer auch. Klasse, okay, dann werde ich mal speichern und mich wieder woanders hinbegeben. Ja, in der Aufregung in der letzten Folge, da habe ich natürlich was völlig überlesen. Und zwar steht das ja schon, Kisten mit Waren bei dem Assassin Sorab am Pass abholen. Also, ach Leute, tut mir total, also wie schon gesagt, das war gestern ziemlich aufbrausend, aufregend und überhaupt. Wo wären wir jetzt? Also ein bisschen Beliaturm, glaube ich, ne? So, oder geht's zu Malik, zum Beliaturm? Na? Okay. Jo, gehen wir mal da lecker hin. Zu dem Malik-Beliaturm. Der ist irgendwo entweder drin. Nee, der muss drin sein. Das weiß ich noch. Oder? Irgendwo sitzt der hier, glaube ich. Wein, Wein, Wein. Komm. Nee, ist ein Elite-Assassine. Wo ist der Malik? Hey. Wo willst Merban. Du ihn? Ich will zu Malik. Ich habe eine Kiste mit Waren für ihn. So, von wem denn, hä? Von Karim, dem Händler aus Amana. Na schön, du kannst passieren. Da kannst du eh nicht. Ah, so. Jep, 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 jep. Rauf hier, wie immer ohne Geländer. Ja, hier könnte man noch eine Runde knien. Bam, bam, bam. Oh, da oben ist er ja. Richtig, so war das. So, wie ist die Lage? Ich bringe eine Kiste. Ich bringe eine Kiste mit Waren. Schöne Grüße von Karim. Na endlich. Ich dachte schon, sie würden gar nicht mehr hier ankommen. Karim kann von Glück sagen, dass ich ihm nicht den Hals umdrehe. Bestell ihm, dass er demnächst pünktlicher liefern soll. Sonst mache ich mit meiner Drohung eines Tages noch ernst. Oha. Wie ist die Lage? Was mal willst gucken. Du? Ich habe keine Zeit für dich. Wenn du was wissen willst, dann rede mit Merban. Und nun verschwinde. Ja, okay. Ich glaube, das haben wir jetzt auch erledigt. Gucken wir nochmal nach. Waren aus Ishtar. Malik, der Kommandant des Beliaturms, hat seine Kiste erhalten. Jetzt die zweite Kiste. Da weiß ich auch mit Sicherheit, wo die hingehen muss. Und zwar nach Ishtar in Iskris. Wie heißt der Mensch nochmal? Wo steht das hier nochmal? Da steht Händler Iskra in Uga. Also, auf nach Uga Uga. Uga Uga.
Jo. Jetzt sind wir schon wieder da. Jetzt setzen wir mal im Schnelldurchgang zu Iskra. Okay. Hier ist Iskra. Innemine Miste, ich habe eine Kiste dabei mit Waren für dich. Ich habe eine Kiste mit Waren für dich. Von Karim, dem Händler in Amana. Ah, darauf habe ich schon lange gewartet. Was fällt Karim eigentlich ein? Da zahlt man sein Geld im Voraus und muss dann so lange auf die Waren warten. Wenn das nochmal vorkommt, werde ich mir einen anderen Geschäftspartner suchen. Das kannst du Karim ausrichten. Ja, Edne, Ende. Mal kurz gucken. Händler hat jetzt seine Kiste erhalten. Wunderbar. Speichern. Jetzt blicke ich nochmal aufs Logbuch und versuche zu verstehen, ich meine, mit eurer Hilfe bestimmt, als Eintrag. Sorab ist nach wie vor sauer auf mich. Ich sollte besser alle Waren, die ich bei ihm geklaut habe, verkaufen. Das heißt also, er hat ja schon den Diebstahl bemerkt, aber verkaufen, damit kein Verdacht mehr auf mich fällt. Jetzt die Frage, vom Sorab selber oder wird er das noch weiter erzählen und ich werde von jemand anderem verdächtigt? Das müsste ich mal wissen. Und außerdem weiß ich nicht, was ich alles bei ihm geklaut habe. Das waren ja so viele Elemente. Oder Items besser gesagt. Ja, da hinten sind auch sehr viele Items. Schön, die funkeln alle so. Vor allem die Sprüche, ne? Ja, dann, wo setze ich denn jetzt am besten hin? Ich glaube mal wieder zurück in diese Festung. So, das war jetzt die 6. Yep. Wunderbar. Und da heißt es ja noch irgendwie ein Balthasar oder sowas, was? Schwarzmagier Belasar in Armana. Das ist aber die Festung in Armana, oder? Gibt es noch ein anderes Armana oder ein Haupt-Armana? Ich gucke mal auf die Hauptkarte. Und zwar am besten das Tal von Ashtöttchen oder Tadmor. Oder Ashtot. Tadmor. Ashtot. Na, das war jetzt Quatsch. Weiß ich das nicht mehr. Doch, ja, hier. So, unten. Unten Mühle Armana. Ja. Und sonst gibt es nur noch Pass, Patara, Ruinenburg und so weiter. Jetzt muss ich diesen Schwarzmagier finden. Wo könnte der sein? Da oben? Nee. Ich hab doch alles. Wo ist der Schwarzmagier? Ist der vielleicht hier drin? Ohne den richtigen Schlüssel. Dafür bräuchte ich den richtigen Schlüssel. Ha, ha, ha. Ja, ich habe ja alles abgesucht gehabt. Aber den Belasar habe ich nicht gefunden. Okay, jetzt gehen wir mal wieder zurück zur Mühle. Moment mal, Karim. Ja, brauche ich erstmal gar nicht erzählen. Ich habe ja noch 2 Kisten auszuliefern. 2. So, in die Richtung geht's jetzt, also in die Richtung, oder in die Richtung, geht's jetzt wieder zu diesen anderen Leuten, da zur Mühle besser gesagt. Und mal gucken, vielleicht habe ich jemand als Ansprechpartner, oder ich habe hier Pech, du bist Tom, wo hier passiert nichts. Das ist der Sklavenaufseher, wo ist denn eigentlich derjenige, der immer hier die Kornsäcke dahin bringt, der ist wohl jetzt irgendwie ausgefallen oder so. So, dann gehen wir mal erstmal gucken, wie spät wir es haben. 15.28 Uhr. Da oben darf ich nicht rein. Die verpesten mir gleich alles wieder. Wen könnte man denn noch ansprechen? Das war noch mal so. Gucken. So, da gehen wir hier mal rein. Und oben sind dann hier sind da wieder welche und ich bleibe mir hängen. Welche ist gut? Wir haben hier, wie heißt der? Rocco. Ja, Roccos hey. Ring. Ich habe Roccos Ring gefunden. Wahrscheinlich wird die Quest dann irgendwann mal aktiviert später. Kenne ich sowas. Also da hast du schon sämtliche Items gefunden, aber die Quest dazu ist noch nicht aktiviert. Was ja auch sinnig ist. Das ist ja auch wieder nur ein Assassinenwache. Hier so spärlich belagert. Also alle hier oben sind, wetten. Gucken. Raus hier, verdammt! Ja. Ja, okay. Mach, dass du wegkommst. Ja, bin doch schon weg, Mensch. So, fertig aus.
Ja, dann werden wir mal wieder zur Festung Armana rüberfetzen. Oh, sorry. Um einen Hassan zu finden. Der soll ja sich hier irgendwie aufhalten. Mal gucken, wo der ist. Da ist er doch schon. Ach, der sitzt da ganz gemütlich. Hallo, bist du derjenige, der über diese Stadt herrscht? Nein, ich bin zwar der Kommandant über die Krieger, aber der Gebieter dieser Stadt bin ich nicht. Bin ich nicht. Oh? Über die, Herr Spilazar. Wenn du also ein Anliegen hast, solltest du mit ihm sprechen. Allerdings nur, wenn es äußerst wichtig ist. Birasar empfängt nicht jeden. Wenn du dir allerdings etwas zu Schulden kommen lässt, musst du dich vor Gericht bei mir verantworten. Warum vor dir und nicht vor Belazar? Weil Belazar mich hierzu beauftragt hat. Der große Magier erforscht das alte Wissen. Daher hat er keine Zeit für andere Dinge. Er verbringt den ganzen Tag in seinem Turm und will nicht gestört werden. Daher werden Besucher zu ihm auch nur ausnahmsweise vorgelassen. Das ist also ein Eremit, also im Turm. So, Moment mal, Torres schickt mich. Und was wünscht Torrens? Die Stadt Uga braucht 30 Säcke Mehl. Ah ja. Ich weiß. Der Handel zwischen unseren Städten wurde von den Räubern der Wüste unterbunden. Zantjes braucht deine Einwilligung, damit ich das Mehl bekommen kann. Ja, aber ich kann sie dir leider nicht geben. Was? Und warum nicht? Wegen den Wüstenräubern. Erst wenn Verdochas Bande erledigt ist, werde ich dir das Mehl anvertrauen. Ach. Okay, kann ich mit Belazar sprechen? Weil ich muss mit ihm quaken. Kann ich mit Belazar sprechen? Nein, ich kenne dich zu wenig, um dir Vertrauen schenken zu können. Nun gut, wie kann ich dein Vertrauen gewinnen? Wenn es dir wirklich ernst damit ist, sollst du mit den Bewohnern von Amarna sprechen. Frage sie, ob sie irgendwelche Arbeiten für dich haben. Wenn es dir gelingt, das Vertrauen der Leute hier zu gewinnen, kannst du meinetwegen mit Belazar reden. Das ist cool. Ja, okay, wie ist mein Ruf? Kann ich etwas bei dir lernen? Kann ich bei dir etwas lernen? Ich soll dir was beibringen? Warum sollte ich das tun? Dafür kenne ich dich zu wenig. Erst wenn ein Ruf in der Stadt besser geworden ist, bin ich bereit, dir etwas beizubringen. Okay. Aber auch das wird nicht umsonst sein. Selbstredend, ne, liebe Leute. Hallo, wir haben hier eine... Ich suche Arbeit. Genau, hast du etwas für mich? Eine Suche nach Arbeit. Ja, etwas hätte ich für dich. Aber das ist ziemlich gefährlich. Gefährlich? Was ist es? In den Bergen, unterhalb von Armarna, leben die Nomaden, die uns ganz gewaltige Probleme bereiten. Und weiter? Besonders der Räuber Barut macht uns große Sorgen. Immer wieder greift er mit seinen Männern die Mühle an, die sich außerhalb der Festung befindet. Ich habe zwar Sanchez drei meiner Männer zur Verstärkung gegeben, aber das wird diesen verwegenen Räuber wohl nicht aufhalten. Irgendwann wird er uns den ganzen Mehlvorrat wegstehlen und das dürfen wir nicht zulassen. Verstehe. Ich soll also Barut unschädlich machen. Ja. Wenn es dir gelingt, sollst du die Belohnung haben, die auf seinen Kopf ausgesetzt wurde. 300 Goldstücke. Was ist mit Baruts Männern? Die sind nicht so wichtig. Wenn Burat tot ist, werden uns die anderen mit Sicherheit in Ruhe lassen. Na schön, ich schau mal, was sich machen lässt. Viel Erfolg. Beliar möge mit dir sein. Nee, nicht Beliar. Wie ist mein Ruf? Okay, dann gucken wir mal eine Übersicht von den ganzen Quests, die wir bekommen haben. Audienz bei Belazar. Ist klar, da muss ich irgendwie mit den Leuten quatschen. Kopfgeldjagd Armana. So, auch hier ist nichts Neues, sondern heißt es wieder irgendwo außerhalb, unterhalb der Berge, Nomadenlager. Trotzdem spreche ich erstmal hier mit einigen Leuten, die wichtige Namen tragen. Fangen wir erstmal bei dem Händler hier nochmal an, bei Karim. Nö, der will ja nur handeln. Komme ich hier eigentlich rein? Nö, ne? Doch. Ich weiß, ich hab's schon mal ausprobiert gehabt. Nee, doch nicht. Doch, ja. Der ja, kommt mach, dass du wegkommst. Sup, okay. Wen haben wir hier? Wenn ich nochmal Bayard. Kannst du mir zeigen, wie ich Waffen schärfen kann? Kann ich bei dir? Okay, das ist dieses
ganz normale. Schmied Hulam. Hulam kennen wir ja auch schon, aber der hat auch nichts für uns. Die Bewohner. Oh, hier. Stan. Stan, nicht Kochlöffel. Nachher haut mir Stan einer über die Rübe mit seinem Kochlöffel. Hey, du. So, wie kann ich... Ja, helfen, immer gut. Wie kann ich dir helfen? Mir alleine kannst du nicht helfen. Da musst du schon für alle Sklaven etwas tun. An was dachtest du denn? Na, an was schon? Vertreibe die Assassinen aus Amarna. Das ist das Einzige, was uns wirklich helfen kann. Du bist witzig. Was kann ein einzelner Mann schon hier ausrichten? Du müsstest die Nomaden dazu bringen, uns zu helfen, wenn es dir wirklich ernst damit ist. Ihr Anführer ist ein Mann namens Said. Seine Sippe lebt hier ganz in der Nähe. Aber jetzt sollten wir aufhören, miteinander zu sprechen. Die Assassinen werden schon misstrauisch. Okay, Said. Hey, gibt's noch was? Nein, nur Flasche Milch. Also, da gab's zwei Geschichten. Die Befreiung von Amarna. Das ist der Sklave Stan. Also wir befinden uns in der Nähe von Said, weil mit dem muss ich auch noch quatschen, wegen seiner Tochter. Ja, ist klar. Mit dem muss ich sprechen, Audienz bei. Und da irgendwo stand dann noch was mit wichtig. Wichtig für die Nomaden. Der Sklave Stan forderte mich auf, ihnen zu helfen, indem ich Amarna von den Assassinen befreie. Ich könnte ihm helfen, werde dies aber besser erst tun, wenn ich die Geheimnisse im Tempel von Ashdod gelüftet habe. Ja, dann wissen wir doch Bescheid. Speichern. Also ich rekapituliere nochmal. Genau, mit dem Kochlöffel. Oh, da ist einer drin. Also. Halt! Ich weiß. Also, ich muss. Die oberste Prämisse ist immer noch der Tempel von Ashdod. Das ist die oberste Prämisse. Bevor ich hier weitermache und mit den Nomaden irgendwie was mache, auch noch mit dem anderen Nomaden spreche. Was ist mit ihm hier? Ende? Gut, okay. So sehe ich das nämlich. Also das soll wohl jetzt echt... Aber in den Kommentaren hieß es doch auch, das wird noch lange, 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 lange dauern. Tja, das wird noch lange dauern. Ging es hier irgendwo noch runter? Ja, das war ja nur ein kleiner Aufenthalt. Jetzt gehe ich mal hier hoch, weil da oben ist auch so eine Art Abdul. Da hinten, da. Eine Art Abu Jim. Nicht Abdul. Nee, der ist doch noch eine Runde weiter, oder? Genau. Genau, da ist er bei seinen Ishash. Gucken, vielleicht hat der noch was. Kyros. Hey, du. Kyros. Wäre gewagt, seinen Mana-Tank zu stellen. Gut, also der hat nichts mehr von uns. Ja, wir sind also in der Nähe schon bei Said. Aber ich brauche ja auch noch das Vertrauen in Uga. Also, das parallel zu machen, ist das jetzt so gewollt? Oder mache ich erstmal Uga fertig? Das weiß ich nur, wenn ich mal eben rüberfetze. Nein, ich bin ja schon in der Nähe von Said. Muss ja noch mit dem Vater von Tamara sprechen. Mann, ist das kompliziert. Ja, dann werde ich doch mal hier mal gucken in den Bergen, ob ich den Barut finde. So wie das hier beschrieben ist. Dann gehe ich natürlich erstmal raus und das machen wir mal ganz fix wieder im Übersprung. So, vor mir liegt jetzt die Festung Amarna und es heißt ja in den Bergen. In den Bergen in diese Richtung oder in diese Richtung, wo ich ja schon mal hingegangen bin und die vielen Löwen gemetzelt habe. Vielleicht gibt es da irgendwie noch ein bisschen weiter. Da ist ja auch noch ein Wegweiser, da steht ja Ishtar drauf. Mein Gott, dann komme ich wieder zu einer neuen Geschichte. Das wird mir jetzt ein bisschen zu fuselig. Ich möchte abschließen hier. So wenigstens noch Uga abschließen. So, okay, dann werde ich mal ein bisschen weitergehen. Das werden wir dann später sehen. Hier ist der besagte Wegweiser. Amarna, Ishtar. Ja, und haben wir noch einen Löwen. Moment mal, ich habe einen guten Bogen, ne? Hihi. Sehr schön, aber den werde ich nochmal gleich ein bisschen besser bestücken. Ein Kriegsbogen. Ja, ich habe nur geschärfte Pfeile. Dann schauen wir mal, ob wir den Löwen hier mit einem besseren Bogen gut treffen könnten. Nee, geht unter seinem Schwanz vorbei. Bleib doch mal stehen. Okay, das bringt nicht so viel. Mist. Mann. Muss ich ja wieder auf die altbewährte Art und Weise machen, dass ich den Löwen mit meinem Degen
auf den Boden lege. So, komm. Wunderbar. Und dann müssen wir auch wieder was trinken. Und dann werden wir speichern. So, und dann gehen wir erstmal hier mal an den Berg hier gucken. Es kann ja sein, dass es irgendwo hier eine Leiter gibt. Oder eine Höhle, wo es reingeht, nach oben. Wups, umgezogen und umgeknüppelt geht es jetzt auf den Golem zu, auf den Feuergolem. Ah, wunderbar. Och, zwei Schläge, das war's schon. Cool. Sehr schön. Das Herz nehmen und dann werden wir uns wieder umziehen, sonst geht mir nämlich die Hitze kaputt. Ich meinte natürlich, sonst macht mich die Hitze kaputt. Ja. Ja, dann weiter geht's in die Richtung. Kann natürlich sein, dass noch mehr Golems hier kommen. Oh. In den Bergen. Sieht mir aber nicht so gebirgig aus hier. Gucken wir mal erstmal hier quer rum, ob hier noch was gibt. Nein. Hier. Übel. Yipsi daisy. Vielleicht muss ich auch jetzt gleich hier rechts rum, also da kann ja sein. Weiß es nicht, ne? Ich mach die eben auf alle. So. Und zwar ein paar Löwchen. 5 Stück, glaube ich, an der Zahl. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, nach oben zu gehen. Schauen wir mal. Also rechte Hand. Aus Amana kommend. Nee, linke Hand. Oder? Was ist das? Ist da was? Nein. Ah, da unten sind noch mehr von diesen Löwen und die haben wir schon wieder. Hört ihr das? Ich werde mal ein bisschen leiser reden. Hier haben wir nämlich eine Sirene, die gerade angeht. 12:30, kein Probealarm. Okay, ich mach mal mit. Nur als Gimmick, ich zieh mich mal um. So, das war das letzte Hornsignal von unserer Ortsfeuerwehr hier. Ist gerade am Abrauschen oder am Abklingen. So, Herr Feuergolem. Du sollst ihn anvisieren. Hau ihn nochmal drauf. Der ist ja so eine erscheinend gleißende Erscheinung. Der Feuergolem, gut. Dann gucken wir nochmal weiter. Gibt es denn noch welche hier? Kann man reingehen? Okay, ich rüste mich mal wieder um. Diesmal ist es ja nachts um 20.21 Uhr und meine Paladin-Rüstung ausgewählt. Und den Degen hier wieder. Okay, mit dem kann ich rennen. Wo geht's wohl hier hin? Das ist doch wieder hier etwas Löwiges, ne? Ja, eine Löwin. So. Okay. Leute. Okay, mache ich den Löwen? Ah, den Löwen. Stopp! Wo kommt der her? Oh, nee. Jetzt hat's mich völlig verrissen. Oben, ganz oben war ein. Ist ein Troll. Das ist ja ein cooler Löwe. Dreht sich einmal um mich herum. Den Kampf habe ich gewonnen. Da. Ha. Lustig. Machen wir erstmal eine Speicherung. Oh, meine letzte Eislanze. Nochmal schön nah dran. Aha. Okay, das war das. Runterfallen tut er nicht. Jetzt gehe ich mal hier weiter. Was es hier gibt, ist bestimmt wieder Löwinnen. Ah, wusste ich's doch. Okay. Ich wollte vorher ausweichen. Oh, noch mehr Löwen. Ich fasse es ja nicht. Schnell sein. Die sind ja auch richtig rattenschnell, diese Löwen. Von denen kannst du nämlich nie weglaufen. Nee. Blowing Cake, Pustekuchen. So. Okay. Der zweite scheint sich da hinten noch irgendwie zu tummeln um eine Ecke. Dann wollen wir mal gucken, wo der zweite oder die zweite ist.
Nee, hat sich jetzt verzogen. Okay. Und mal hier geht's weiter hoch. Was haben wir? Ja, da ist er. Junge, Junge, was ein Plateau. Oh, oh. Ah, das sind noch mehr. Annummern. Die mache ich mal im Off, Leute. Ja, der zweite Löwe oder die zweite Löwin hat sich irgendwie verpisst, nachdem ich einmal gestorben bin, weil zwei auf mich zukamen und gucken, was da ist. Oh, da hinten in der Ferne, das sieht aus wie so eine Art Kreis mit Löchern. Felsenkreis mit Löchern, so Bögelchen drin. So, ist hier die Möglichkeit hochzukommen? Nicht danach aus, nein. Hä? Das heißt, wir müssen irgendwie zusehen, dass wir wieder hier rumgehen. Und da aus sind wir gekommen. Hier geht's auch nochmal rum. Bum bum. Und hier geht's hoch. Ah, da hinten ist noch ein Feuergolem. Ist das der, den ich damals angeschossen habe? Ja, das ist der. Haha. Warte ich. So. Yes. Oh. But and Blood. Oh. Was ein Bergmassiv. So, okay. Hier ist nichts. Ah, da ist noch ein Löwchen. Mhm. Okay. Versuche ich es mal. Ein oder zwei? Oh. Ah, verstehe. Ist da hinten in der Entfernung noch ein Löwin oder Löwe? Los, weg. Genau, richtig. Okidoki. Sind wir hier? Da hinten ist wieder so eine Sandbank. Sandbankige Sandbank. Ich schätze mal, links rum geht es wohl zu dem Feuergolem. Witzlos. Überraschungsmomente. Da ist noch ein Löwe unten. Hm. Jetzt völlig vertan. Mann, oh Mann, oh Mann, ist das verwirrend hier. Puh. Ja, da ist er wieder. Jetzt bin ich im Kreis gelave. Wie komme ich denn jetzt da oben hoch? Ich will den noch erledigen hier. Jetzt geht's hier wieder runter. Ah, ich guck mal im Off, wie ich da hier oben an dem Feuergolem komme. Oder der ist irgendwie fehlerhaft dahin gespawnt worden. Kann auch sein. Weiß ich nicht, weil ich sehe hier keinen Zugang. So, bum, bum, bum. Eispfeil habe ich nicht mehr. Habe ich hier irgendwie die Chance hochzukommen? Nein, das ist zu hoch. Ich schätze mal, das ist irgendwie... Mach was anders. So meine halb Pfeilen. Was ist auch ein bisschen. Na, also. So kann, oh, ich kann von da unten kann ich das Herzchen entnehmen. Gut. Jetzt müsste ich wischen. Wissen, wo wir sind. Gehen wir jetzt nach unten. Das sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Schreibt einen Kommentar und gebt einen Daumen. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.